Hallo zusammen, mein Name ist Kevin Schneider. Wir haben aufgrund der höheren Nachfrage zur Führposition meines Pferdes ein kleines Video für euch zusammengeschnitten und wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Okay, zum Thema, was passiert, wenn mein Pferd vor mir geht? Das versuchen wir hier so ein bisschen zu rekonstruieren. Ich schicke ihn jetzt natürlich vor mich, um einfach mal zu verdeutlichen, wie das Ganze dann ausschauen würde. Jetzt gibt es viele Pferdebesitzer, die lassen ihr Pferd vor sich gehen, sprich laufen neben der Schulter, neben ihrem Pferd mit und sagen, das hier wäre die Position, die ich zum Führen von meinem Pferd brauche. Ich würde sagen, das ist falsch aus zwei Faktoren. Der erste Faktor ist, wer führt hier wen an? Mein Pferd geht voraus. Sprich, er sagt, hey, schau mal hin, wenn ich jetzt links rumgehe, gehe ich links rum, wenn ich jetzt rechts rumgehe, dann gehe ich eben rechts rum. Du hast jetzt ziemlich wenig Einfluss drauf. Außer du weißt, dein Pferd steht am Platz genau. Zudem, wenn mein Pferd vor mir geht, habe ich nochmal etwas, was mein Pferd vielleicht behindern könnte. Das ist der objektive Sichtwinkel meines Pferdes. Der objektive Sichtwinkel meines Pferdes, wenn man mal verstanden hat, wie so ein Pferd eigentlich die Dinge sieht, dann wird man wahrscheinlich gleich feststellen, wenn ich ihn auf Höhe seiner Schulter gebe, werde ich ihn daran ein bisschen hindern, dass er hinter sich blicken kann. Das nächste ist, wenn ich jetzt ein Pferd habe, das vielleicht mal irgendwie erschrickt und durchgeht oder vielleicht ein bisschen schneller wird, dann werde ich wohl feststellen, geht mein Pferd einen Meter vor mir, werde ich schlechte Karten haben, den noch zu halten. Wenn der einen Meter Abstand hat zu mir und sagt, ich starte jetzt mal durch, könnt ihr vielleicht euer Pferd eher weniger festhalten. So viel zu dem Thema an der Schulter gehen. Das nächste, was wir jetzt mal annehmen, ist die Position, wenn mein Pferd hinter mir geht. Wenn ich jetzt mein Pferd hinter mir laufen habe, dann kann ich davon ausgehen, dass mir irgendwann, vielleicht mal, wenn ich kein zuverlässiges, gut gearbeitetes Pferd habe, Jungpferde habe, sonst irgendwelche Pferde, die sich vor irgendwelchen Dingen erschrecken, vielleicht scheuen und nach vorne springen. Was passiert denn dann in dem Zeitpunkt? Geht mein Pferdchen zu weit hinter mir, dann bekomme ich natürlich Probleme, wenn der mal losschießt. Und zwar wird er mir vielleicht in den Rücken reinrennen. Wenn der mich umrennt oder in mich reinspringt, tja, dann brauche ich einen Ast. Deshalb ist es eigentlich, also wir rekonstruieren das alles hier, deswegen korrigiere ich ihn die ganze Zeit nach hinten weg, einfach damit ihr erkennen und sehen könnt, was ich damit jetzt vielleicht hier bezwecken möchte. Man sieht es oft im Westernsport, vielleicht im Training oder sonst irgendwo, da gehen die Pferde dann wirklich 3 Meter hinter ein, da sagt man, naja, pass auf, ich laufe jetzt hier meinen Weg, mein Pferd läuft hinter mir, alles schön und gut. Für mich keine optimale Führungsposition, einfach aus dem Grund, dass ich sage, mein Pferd könnte in mich reinrennen. Das nächste ist, auch wieder objektiver Sichtwinkel von meinem Pferd. Ich könnte ihn behindern, wenn irgendwas von vorne kommt, der kriegt es vielleicht nicht gleich mit, erschrickt sich dann und reißt sich los, rennt in mich rein oder zieht nach vorne weg. Viele verschiedene Veranlagungen kann das so ein Pferd mitbringen. Genau, das hier zum hinter mir gehen. Okay, gehen wir an die für mich optimale Führposition. Die wäre zu dem Zeitpunkt hier neben mir. Ich möchte, dass mein Pferd neben mir geht, weil ich somit viele Dinge erreichen kann. Der erste Punkt ist natürlich, was ich vorhin beschrieben hatte, geht mein Pferd vor mir, werde ich Schwierigkeiten bekommen, nach rechts oder nach links abzubiegen, je nachdem, wo es geht. Das nächste, mein Pferd, wenn mein Pferd jetzt hier anziehen sollte, ist mein Reaktionsweg einfach ein bisschen schneller, sprich, ich könnte ihn noch festhalten oder leichter festhalten, wie wenn er vor mir gehen würde. Geht mein Pferdchen zu weit hinter mir, haben wir gerade auch besprochen, vermeide ich einfach ein wenig so ein Verletzungsrisiko. Wenn jetzt mein Pferd neben mir geht, behindere ich ihn auch am allerwenigsten an seinem Sichtwinkel, weil ich einfach hier eins habe, wenn man mal betrachtet, wie kann mein Pferd sehen? Einfach diese zwei Bilder. Bin ich zu weit vorne oder bin ich zu weit hinten, behindere ich oder beanspruche ich mehr Fläche, mehr Sichtwinkelfläche, wie wenn ich neben meinem Pferd gedreht sein, sein dritter Pony sein und sein Kopf ein bisschen zur Seite, wird er auch seinen vollen Umfang sehen können. Das nächste ist, wenn mein Pferd hier schön neben mir geht, habe ich es leichter, erstens mein Pferdchen zu korrigieren, dazu kommen wir gleich. Und ich habe einfach
leichter, aufmerksames und ein Pferd, was auf mich achtet, neben mir, bei mir. Also wenn er neben mir geht, habe ich es einfach leichter, das Ganze ein bisschen im Blick zu haben. Und außerdem habe ich somit, wie schon gesagt, am wenigsten das Risiko, dass ich irgendwie verletzt oder sonst irgendwas werde. Kommen wir jetzt nun mal zum Korrigieren meines Pferdes. Wenn mein Pferd jetzt zu weit vor mir geht, geh mal vor die Tür, dann kann ich mein Pferd ganz einfach korrigieren, indem ich es ein bisschen auf Abstand halte. Entweder ich nehme jetzt hier mein Seil und schwinge mein Seil so ein bisschen vor ihm, lasse es erwähnen, auf den Boden klatschen. Also schon gut. Oder ich nehme jetzt einfach die andere Seite von meinem Seil und halte ihn einfach ein bisschen auf Abstand und sage, hey Conny, guck mal, hier geht's nicht weiter. Sprich, du musst vielleicht neben mir bleiben, überholen, geht auf gar keinen Fall. Geht mein Pferd jetzt zu weit hinten, so kann ich gleich von vorne weg auch an der Nachgiebigkeit arbeiten. Ich nehme mir ein bisschen das Halfter an, schaue, ob mein Pferd vor zu mir kommt, streiche mein Pferd, sage, hey, das hast du super gemacht. Und lass ihn dann neben mir gehen, fällt er wieder ein Stück weit zurück, nehme ich mein Halfter einfach wieder ein Stück an, warte, bis er vorkommt, lass sofort los, streiche mein Pferd und sage, das hast du super gemacht. So viel zu dem Video hier. Wir hoffen und wir wünschen euch viel Spaß. Wir hoffen, dass ihr hier ein bisschen was mitnehmen konntet und vielleicht auch zu Hause selbst umsetzen konntet. In dem Sinne, auf Wiedersehen.